Ja, das ist eine Übung für Finger, Handgelenke und den Unterarm. Diese Übung praktiziere ich nunmehr seit circa 50 Jahren. Ja, einmal Daumen umfassen, dann Hand öffnen, Babyfaust, man kann den Finger noch reinstecken und dann den Daumen außen drauf. Ja, also öffnen, Daumen rein, schließen, öffnen, schließen, Daumen außen drauf. Joystick. Okay, am Anfang geht das relativ langsam, ja, weil das Schließen der Finger. Viele wollen das Schließen der Finger über die Fingerkuppen machen, ja. Aber das Schließen der Finger für die Babyfaust geht also vom hinteren Glied aus, ja. Hinteres Glied fängt an zu schließen. Die Finger legen sich um den Finger. Babyfaust kann man durchschauen, ja. Und ein Finger außer drauf. Also nicht pressen, dass die Finger rot werden, ja. Gut rausdrücken, sondern locker. Langsam anfangen und man sieht dann auch im Unterarm, ja, wenn man das schneller macht, dass da was passiert. Ja. So, ist eine vorbeugende Übung. Ja, für Kabaltunnel zum Beispiel oder bei Tennisarmen, ja, um Muskulatur wieder zu lockern. So, hier nochmal, dass man das sieht, ja. Und ja, von der Zeit am Anfang sind bereits die Unterarme nach ein paar Übungen, vielleicht eine halbe Minute, Minute, wo es dann die Arme schwer werden, dann ausschütteln und einfach weitermachen. Ja. Mit der Zeit geht das wirklich sehr schnell. Nicht übertreiben, immer darauf achten, nicht, dass die Muskeln verkrampfen, verhärten, ja, sondern immer auf die Körpersignale hören. So, dann, wenn euch die Übung gefällt, einfach Daumen nach oben. Ansonsten dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao und viel Spaß beim Üben.